Hi Leute und willkommen zum 14. Vlog. Heute wollte ich gerne ein paar Leute vorstellen, und zwar drei an der Zahl. Wenn ihr euch nämlich mal gefragt habt, wer eigentlich immer die Intro-Melodie von Kost Vegan singt und spielt, das sind diese beiden hier. Das sind zwei Freunde von mir und die machen so spirituelle Mantra-Musik, wie ihr eben auch so ein bisschen gehört habt. Wenn ihr mehr von ihnen hören wollt, dann schaut mal auf ihrem Kanal vorbei, könnt sie gerne auch abonnieren. Und ja, die hatte ich vor über einem Jahr jetzt halt mal gebeten, mir so eine kleine Melodie zu schneidern, quasi mehr oder weniger improvisiert, damit ich erstmal was habe, um quasi so ein kleines 10-sekündiges Intro zu machen. Und ja, dabei ist halt diese Melodie entstanden. Ich finde, das haben sie wirklich toll gemacht und ich habe ja auch fast 100 Kochvideos damit gemacht. Demnächst gibt es jedenfalls ein Video, wo ich eine etwas längere Melodie brauchte. Und da haben die 10 Sekunden ja einfach nicht ausgereicht. Und zwar sollte das ein Videokochbuch werden. Vielleicht ist es auch schon draußen, ich weiß es nicht, ob ich das bis dahin schon geschafft habe. Ansonsten findet ihr das hier. Deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich doch mal von einem anderen Musiker mir einfach eine längere Version davon schneidern. Und zwar bin ich seit Jahren Fan von einem kanadischen YouTuber, der auch schon einige Alben hat. Und ja, er ist ein wirklich sehr seriöser Musiker. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Fluffy Unicorns dancing on rainbows. Was? Nein. Also er macht das natürlich auch in anderen Bereichen, also auch lustig und traurig und was es noch alles gibt. Und auch in jedem Musikstil, also Hip-Hop, Dubstep, Pop und so weiter und so fort. Also er ist da ziemlich vielseitig, was mir auch sehr gut an ihm gefällt. Sein Name ist Andrew Wang und sein Kanal findet ihr hier. Und wie gesagt, er ist ein wirklich großartiger Musiker und macht in wirklich allen Bereichen was. Also ist sozusagen für jeden was dabei. Und für mich ist es auch wieder so ein Ding, wenn ich so einen Musiker höre, der halt einen bestimmten Stil hat und dann einen anderen macht, dann fange ich auch an, wirklich diesen anderen Stil auch zu hören. Bei ihm jetzt zum Beispiel Dubstep, das habe ich vorher überhaupt nicht gehört. Ja, schaut ihn doch auf jeden Fall mal an. Schaut auf seinem Kanal vorbei, schaut euch ein paar Videos von ihm an. Und dann, wenn er euch gefällt, abonniert ihn. Und jetzt geht's los mit dem richtigen Vlog. Vlog. Und zwar soll mein Thema heute Brot sein. Ich hatte ja, glaube ich, irgendwann schon mal die Frage, was ich von Vollkornprodukten halte. Und da hatte ich halt wirklich gesagt, Vollkornprodukte sind auf jeden Fall gut, weil sie viele Ballaststoffe enthalten. Weißmehlprodukte esse ich zwar auch, sind aber nicht so gut, weil sie halt keine Ballaststoffe enthalten. Und das ist, ja, im Grunde ist das so die allgemeine Meinung, denke ich zumindest. Und zwar habe ich letztens eine kleine interessante Sendung gesehen auf Spiegel TV. Und zwar hieß die Ist richtig Brot? Und ja, ich verlinke das unten auch nochmal. Da hat Alexander Herrmann ein paar Brotrezepte gezeigt, also Rezepte mit Brot. Und er hat sich einen Lebensmittelchemiker eingeladen namens Udo Pollmer. Vielleicht habt ihr schon mal von dem gehört. Und zwar veröffentlicht Udo Pollmer regelmäßig Artikel und Kolumnen in verschiedenen Zeitschriften, tritt auch ziemlich häufig im Fernsehen auf und ist auf jeden Fall bekannt geworden durch seine ziemlich kritischen und provokanten Aussagen zum Thema Ernährung. Und ja, was er da auf jeden Fall in der Sendung gesagt hat, fand ich ziemlich interessant und es hat mich auch an ein Buch erinnert. Und zwar dieses, was ich im Vitamin B12 Vlog schon mal vorgestellt hatte, nämlich an das Buch von Thomas Klein, Volkskrankheit, Vitamin B12. Da schreibt er nämlich, also es hat noch einige Unterschiede, aber er schreibt im Endeffekt das Gleiche wie auch der Udo Pollmer. Und zwar schreibt er zum Beispiel, dass viel Vollkornbrot, allerdings auch viel Weißbrot, also viel Getreide im Allgemeinen, die Aufnahme von B12 verhindert.
Udo Pollmer spricht sich eher gegen das normale Vollkornbrot aus. Also erstmal zu Getreide allgemein. Also jetzt egal ob Vollkorn oder nicht Vollkorn. In Getreide ist ja ein bestimmtes Eiweiß drin. Und dieses Eiweiß hat einen bestimmten Teil, der ähnlich ist wie Morphium. Und das wirkt sich auch auf den Darm aus. Denn dadurch wird der Darm träge und es kann dadurch zu Verstopfung kommen. Allerdings wirkt es natürlich auch auf unser Befinden sozusagen. Man könnte es nämlich so ausdrücken, dass Brot sozusagen süchtig macht, wie halt Morphium im Endeffekt auch. Das ist ja auch so ähnlich wie bei Schokolade. Also es heißt ja auch, wenn man Schokolade isst, dann entstehen irgendwie Glückshormone. Ich glaube, sogenanntes Serotonin hieß das. Und ja, das entsteht eigentlich immer beim Essen, aber halt bei manchen Lebensmitteln einfach besonders stark. Was er auch sagte, ist, dass Vollkorn eine moderne Erfindung ist, was mir eigentlich neu ist. Also ich dachte wirklich, dass die ursprünglichen Brote alles Vollkornbrote waren und wir quasi in der Neuzeit erst angefangen haben, dass diese ganzen Randschichten alle rauszusieben, um dann dieses Weißmehl, dieses Auszugsmehl zu bekommen. Dass quasi das Auszugsmehl eigentlich das Moderne ist und nicht das Vollkornbrot, also nicht das Vollkornmehl. Aber ja, das meinte er, kam halt wirklich sehr viel später. Weiß ja nicht wann genau. Und die Begründung, die er dazu gegeben hat, die fand ich auch sehr schlüssig und einleuchtend. Denn wie wir wissen, jedes Lebewesen und jede Pflanze, die es heute noch gibt, die hat ja auch irgendwie ihre Überlebensstrategie, die halt auch funktioniert hat, sonst würde sie wahrscheinlich nicht mehr existieren. Und zum Beispiel beim Getreide ist es ja so, wenn wir Getreidekörner essen, dann zerkauen wir die und schlucken sie runter und im Magen wird es halt alles, oder im Darm wird das alles so zersetzt, dass wenn wir die wieder ausscheiden, dann ist davon nichts mehr übrig. Und bei Tieren wird das genauso sein. Das heißt also, die Vermehrung wie bei einem Apfel, also bei Äpfeln ist es ja so, ein Tier frisst den Apfel, die Kerne werden halt ganz runtergeschluckt, können durch die Magensäure nicht zersetzt werden, werden ganz wieder ausgeschieden und haben dann mit dem Dung gleich eine super Lebensgrundlage. Beim Getreide ist es halt nicht so. Das heißt, es muss da irgendwie einen anderen Schutzmechanismus geben. Und zwar hat es das so gemacht, dass es in diesen Randschichten sogenannte Phytinsäure hat und auch noch ein paar andere giftige Stoffe, die einfach so den Darm sozusagen angreifen, träge machen und es auch wieder zu Verstopfung kommt. Zumindest ist das beim Weizen so. Also der Weizen hat keine, quasi außerhalb des Korns, nicht mehr viel, was da noch drumherum ist. Beim Dinkel zum Beispiel ist das nicht so. Da sind noch ein paar andere Spelzen und noch ein paar, weiß ich nicht, was da noch alles dran ist, die halt auch ein bisschen davor schützen, quasi gefressen zu werden. Und ja, deswegen ist beim Dinkel halt mehr Schutz außerhalb des Korns und weniger im Korn. Und beim Weizen, weil da kein Schutz außerhalb ist, konzentriert sich halt der Schutz hauptsächlich auf diese Randschichten des Korns. Und deswegen sind die eigentlich gar nicht so gesund, wie es von allen immer angenommen wird. Ja, diese Stoffe, die da drin sind, die werden auch so pflanzliche Pestizide genannt. Und wie gesagt, können zu Verstopfung oder halt ja auch zu Blähung führen. Und wenn halt ein Tier so ein Korn frisst, also so eine Pflanze frisst und danach merkt, ihm geht es nicht so gut, dann wird es das wahrscheinlich nicht nochmal fressen. Und ja, scheint irgendwie funktioniert zu haben, die Strategie. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein helles Hefebrot haben, dann sind da die ganzen Stoffe sozusagen schon raus, weil die ganzen Randschichten natürlich entfernt wurden. Also das wäre sozusagen gesünder. Nach Thomas Klein natürlich nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass helles Brot jetzt so super gesund ist. Weil halt Getreide an sich immer noch eine gewisse Säurebildung hat und ja an sich eigentlich nicht so viel verzehrt werden sollte. Es gibt allerdings ein Brot, was man trotzdem noch essen kann, wo diese Randschichten drin sind und sie trotzdem nicht mehr gefährlich sind, und zwar ist das ein Sauerteigbrot. Das hatte ich, glaube ich, auch schon im B12-Buch gesagt. Und diesen Sauerteigbrot sind halt diese ganzen, durch diese Säuren, durch diese lange Gärung auch, sind diese Phytinsäuren und diese pflanzlichen Pestizide ja sozusagen nach und nach abgebaut worden. Das heißt aber, es geht hier wirklich um Sauerteigbrot und nicht um
angesäuertes Brot oder wie das heißt. Also es gibt beim Bäcker ja auch oft Brot zu kaufen, das als Sauerteigbrot verkauft wird, das aber in Wirklichkeit keins ist. Also ich finde, da kann man wirklich am sichersten sein, wenn man sein Sauerteigbrot einfach selber bäckt oder wirklich einen Bäcker seines Vertrauens hat, sozusagen. Einige Tiere haben natürlich auch gegen dieses Korn schon einen gewissen Schutz entwickelt. Zum Beispiel Vögel können das irgendwie in ihrem Kopf so fermentieren, also diese Randschichten, dass sie das trotzdem verdauen können. Und Kühe, glaube ich, auch. Die haben da auch irgendwie so einen Schutz dagegen. Also einige Tiere können das auf jeden Fall. Bei Menschen ist das jedenfalls nicht der Fall. Ein weiteres echtes Vollkornbrot ist zum Beispiel Pumpernickel, weil das irgendwie 48 Stunden lang gebacken wird oder getrocknet. Ich weiß nicht, ob das eher getrocknet oder eher gebacken wird. Jedenfalls wird es so lange hergestellt, dass halt auch da schon diese ganzen Randschichten ja, nicht mehr gefährlich werden können. Und welches Brot er noch empfiehlt, ist das Weizen-Vollkorntoast. Da werden jetzt einige sagen, huch, ja, habe ich auch gesagt, als ich das gehört habe. Also Weizen-Vollkorntoast soll auch sehr viel bekömmlicher sein, da es halt irgendwie vorher gebacken wurde und danach beim Toasten nochmal durchgebrannt wird. Und dadurch sind halt die Stoffe auch wieder bekömmlicher als vorher. Da stellt sich mir jetzt die Frage, also das hat er jetzt in der Sendung nicht gesagt, aber wenn Vollkorntoast jetzt bekömmlicher ist, weil es erst gebacken und dann nochmal beim Toasten durchgebrannt wird, dann müsste es ja eigentlich auch bekömmlich sein, wenn man sich normales Vollkornbrot mit Hefe backt, also ohne Sauerteig. Und bevor man das isst, das dann jedes Mal in den Toaster tut und das dann auch nochmal durchbrennt. Das müsste ja dann theoretisch auch wieder gut bekömmlich sein. Ja, sag ich zumindest, weil im Endeffekt ist da, glaube ich, nicht mehr so viel anderes dran. Und mein Brot backe ich zum Beispiel immer mit Dinkelvollkornmehl und mit Hefe, also ohne Sauerteig. Obwohl ich das auch vorhabe, das endlich mal auszuprobieren. Aber momentan halt mit Hefe und mit Vollkornmehl und toaste das meistens vorm Essen auch nochmal. Und ja, eigentlich geht es mir recht gut damit. Aber ich fand es sehr interessant, dass es halt beim Vollkorn und Vollkorn wirklich noch Riesenunterschiede gibt. Also kann man Brot nicht wirklich am Geschmack messen, sondern eher an der Bekömmlichkeit. Das heißt, wenn ihr immer das gleiche Brot kauft und verdauungstechnisch geht es euch nicht gut, dann könnte es womöglich an dem Vollkornbrot liegen, was ihr immer esst. Da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen rumprobieren. Was Herr Pollmer auch noch empfiehlt, ist Fabrikbrot. Und zwar, also er meint wahrscheinlich das damit, was ihr in der Kaufhalle kaufen könnt und nicht beim Bäcker. Denn ja, dieses Fabrikbrot ist halt, da kann man halt alle Zutaten wirklich nachlesen, was ihr beim Bäcker halt nicht könnt. Und ja, das stimmt ehrlich gesagt wirklich. Also beim Bäcker kann man, glaube ich, nachfragen. Und ich habe auch öfter schon mal nachgefragt, aber die Verkäuferin da, ja, haben nicht immer unbedingt die Ahnung davon, was sie da für Brot verkaufen. Einige wissen auch nicht den Unterschied zwischen Vollkornbrot und weißem Brot mit Körnern obendrauf. Aber okay, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Den Beitrag verlinke ich unten nochmal. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr denn davon haltet. Also seid ihr der Meinung, jedes Vollkornbrot ist immer noch besser als ein Weißmehlbrot? Und ja, was esst ihr eigentlich für Brot und wie viel? Das würde mich ja gerne interessieren. Also wirklich morgens und abends? Oder gibt es doch des Öfteren abends auch mal warm? Denn eigentlich versuche ich es, bei mir zumindest, mit Brot ein bisschen einzuschränken, dass ich halt zum Frühstück Brot esse, vielleicht manchmal auch nicht und manchmal auch ein paar Tage habe, wo ich dann wirklich ganz auf Brot verzichte und einfach mehr, ja, Gemüse esse und andere Sachen in der Richtung. Ja, schreibt mal einfach mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Ja, ich mache noch zwei kleine Fragen. Und zwar gab es hier eine Frage von Kaffee Lech. Welches vegane Gericht wird bei deiner Arbeit am liebsten verspeist, bestellt? Und was hältst du von Margarine? Habe so Gruseliges über die Herstellung gelesen. Okay, das waren jetzt schon zwei, also sind es doch drei Fragen. Also bei meiner Arbeit ist es ja Buffet. Also da kann man schlecht sagen, welches da am liebsten bestellt wird, weil halt alle alles probieren, meistens jedenfalls. Aber wenn ich so die Leute beobachte, was sie am liebsten essen, dann ist es oftmals, also nicht immer, es gibt auch Ausnahmen, aber oftmals sind es sowas wie
Bratlinge. Wie heißen die? Pfannkuchen, sowas in der Art. Also alles, was irgendwie so gebraten, gesotten und so weiter, das wird eigentlich am liebsten gegessen. Und das Kartoffelgericht, also wir planen ja vorher immer ein bisschen, wie viel wir von welchem Gericht kochen. Und bei Kartoffeln ist es zum Beispiel so, da machen wir immer eins mehr, weil es einfach meistens sehr gerne gegessen wird. Einfach, ja, weiß auch nicht. In Mecklenburg werden gerne Kartoffeln gegessen. Und was hältst du von Margarine? Hab so viel Gruseliges über die Herstellung gelesen. Also ich muss sagen, ich habe mich noch nicht wirklich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich weiß, dass bei Margarine ziemlich viel Schindluder getrieben wird. Also zum Beispiel, früher habe ich zum Beispiel gerne Letter gegessen, weil die mir sehr gut geschmeckt hat. Irgendwann habe ich dann mal was gelesen, was da alles drin ist. Das ist aber schon ewig her. Und habe danach aufgehört, solche Margarine zu kaufen. Und ja, zum Beispiel bei der Alsan ist auch Palmfett drin. Ist auch wieder nicht schön, weil, ja, habt ihr sicherlich schon gehört, dass in Amerika diese ganzen riesigen Wälder abgeholzt werden, nur um dieses Palmfett da abzubauen und hinterher bleibt nur Acker. Und ich benutze Alsan-Margarine leider immer noch, weil ich immer noch keinen adäquaten Ersatz dafür gefunden habe. Aber ich bin auf jeden Fall auf der Suche und ich versuche auf jeden Fall auch meinen Konsum, was das betrifft, einzuschränken. Wenn ich meinen Konsum wie mit früher mit Butter vergleiche, dann ja, habe ich glaube ich, weiß ich nicht, 1,5 Stückchen Butter oder so in der Woche leer gemacht. Einfach weil ich das immer in Suppen rein püriert habe und so. Das auf jeden Fall versuche ich gering zu halten. Und wenn es um Aufstrichmargarine geht, habe ich jetzt gerade für mich die Alpro-Soja-Margarine entdeckt. Die ist mit, glaube ich, 80% oder so Sojaöl. Ist, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen besser. Ja, wenn ihr da eine Margarine kennt, die halt gut zum Kochen geeignet ist und kein Palmfett enthält, dann schreibt mir das mal, doch mal bitte. Das würde ich gerne wissen. Und wo man die auch bekommt. Was ich aber wirklich bei Margarine immer beachte, auch seit Jahren schon, also auch schon bevor ich vegan wurde oder so, ist einfach ein hoher Fettanteil. Denn das Ding ist, es gibt ja auch Halbfettmargarinen oder sowas, weil man dann einfach denkt, man isst weniger Fett, man nimmt weniger zu. Funktioniert nicht. Da versuche ich darauf zu achten, dass möglichst viel Fett drin ist, weil umso weniger Fett drin ist, umso mehr sind andere Stoffe drin, die diese Margarine irgendwie festmachen. Und die sind, glaube ich, nicht allzu gesundheitszuträglich. Deswegen versuche ich da einfach, wenn ich Margarine kaufe, eine mit einem möglichst hohen Fettanteil zu kaufen, denn dann kann man sich den Rest, ja, ganz einfach sparen. Ja, aber wie gesagt, so allzu genau habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Aber das kommt auch noch. Alles nach und nach. Dann noch eine Frage von Tashimotir. Ich habe auch noch mal eine Frage. Kam mir, als du von den Schüsselsalzen gesprochen hast. Wieso ist da Milchzucker drin? Fällt mir bei vielen Produkten auf. Ich lese die Zutaten. Juhu, vegan. Dann, och nö, Milchzucker als letzte Zutat. Also am wenigsten. Weniger als alle Aromen. Ist das einfach nur, um die Leute mit Laktose zu vergiften? Ja, keine Ahnung, ob die Leute damit vergiftet werden sollen. Aber bei den Schüsselsalzen, also bei vielen Tabletten ist es glaube ich so, dass das Milchzucker oder weiß nicht, was da noch alles drin ist, oder Milchpulver sogar, das ist einfach, das da reinzupressen. Irgendwie so. Also ich weiß das nicht, warum es in Tabletten drin ist. Und bei den anderen Produkten, also da fallen mir als erstes gleich mal Chips ein. Also da ist oft, na gut, da ist kein Milchzucker drin, sondern Molkenpulver oder Süßmolkenpulver. Und ich habe echt immer gedacht, als ich es gelesen habe, das hat irgendwie eine geschmackliche Relevanz. Allerdings, also ich mochte wirklich früher diese Paprika-Chips von Funny, glaube ich. Egal. Jedenfalls diese Paprika-Chips mochte ich extrem gerne. Gab es an allen möglichen Variationen. Und dann, als ich halt vegan wurde, habe ich gedacht, ich müsste auf diesen Geschmack halt einfach verzichten, weil der halt durch Molkenpulver oder Süßmolkenpulver erstellt wird. Dann habe ich aber irgendwann eine Packung gefunden, wo kein Süßmolkenpulver drin ist und was auch mit Paprika war. Und das war auch von Funny auf jeden Fall. Und ja, habe die gekauft und probiert. Und siehe da, es hat genauso geschmeckt wie früher. Also kann da mit dem Geschmack nicht so viel dran sein.
Ja, und ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum da jetzt Süßmorgenpulver drin ist und wie du auch schon sagst, ganz weit hinten, hinter den Aromen. Da könnte man natürlich einfach wieder sagen, ja, die müssen das Zeug irgendwie loswerden. Also die Milch in dem Fall müssen sie irgendwie loswerden und sie suchen halt alle möglichen Möglichkeiten ab, wo man das Zeug irgendwie unter die Leute bringen könnte, weil es einfach subventioniert ist. Und ich meine ja auch, jeder, der Milchprodukte verwendet, wird ja sozusagen auch unterstützt, glaube ich. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Aber dadurch könnte man quasi seine Chips noch günstiger herstellen und würde mehr Gewinn machen. Das ist zumindest meine Theorie. Ob die jetzt stimmt, weiß ich nicht. Und ich weiß das nicht, ob es darauf abzielen soll, Leute mit Laktose zu vergiften. Denn wenn man mal im Supermarkt durch die Kühlregale geht und sieht, wie viele Milchprodukte wir eigentlich haben oder wie viele Milchprodukte von tausenden verschiedenen Herstellern angeboten werden, dann braucht man die Laktose nicht noch irgendwo heimlich untermischen, um die Leute zu vergiften. Das funktioniert dann auch so schon ganz gut. Deswegen, ja, glaube nicht, dass das der Grund ist. Wie bei vielen Sachen, glaube ich, wie gesagt, einfach, das hat einfach wieder finanzielle Hintergründe. Ja, das war's auch schon wieder mit dem 14. Vlog. Ich hoffe, dieser ist etwas kürzer geworden als die letzten, denn die waren schon wirklich sehr lang. Ja, vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Und vergesst nicht bei Janine Davy und bei Andrew Huang vorbeizuschauen. Hört sie euch mal an und wenn sie euch gefallen, dann abonniert auf jeden Fall ihre YouTube-Kanäle. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ba, ba, da, ba.